Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute gibt's gebackenes Pangasiusfilet mit Butter und Knoblauch. Das schmeckt ausgezeichnet. Man braucht dazu Pangasiusfilets, geschmolzene Butter, in feine Scheiben geschnittenen Knoblauch, Zwiebelringe, Limettensaft, Salz und Pfeffer. Die Zubereitung ist eigentlich mega einfach. Zuerst wird das Pangasiusfilet mit dem Limettensaft beträufelt. Die Knoblauchscheibchen werden in die geschmolzene Butter gerührt. Die Fischfilets von beiden Seiten salzen und pfeffern. Ein Löffel Olivenöl in eine feuerfeste Form und den dann mit dem Pinsel ein bisschen verteilen. Auf den Boden der Form kommen die Zwiebelringe. Die Pangasiusfilets oben drauf legen. Und jetzt die Butter mit den Knoblauchscheibchen einfach darüber verteilen. Ab in den Backofen bei 200 Grad für ungefähr 30 bis 40 Minuten, so lange halt, bis die Knoblauchscheibchen braun werden und der Fisch auch ein bisschen. Als Beilagen gibt es Salzkartoffeln, diese Bohnen von 2021, die schmore ich einfach ein bisschen in Butter mit Salz und Pfeffer und der Gurkensalat von 2022. Obwohl die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sind die immer noch perfekt. So ein Glas Gurkensalat langt bei uns für zweimal, deswegen nehme ich jetzt hier die Hälfte raus, der Rest kommt in den Kühlschrank für morgen. Und in diese Hälfte rühre ich dann noch einen Schuss Schlagsahne hinein. Das ist wirklich ein super leckerer Gurkensalat, kann man das ganze Jahr über essen. Und so schaut jetzt Fisch aus, wenn er fertig ist. Und jetzt lassen wir uns diese wunderbaren in Butter und Knoblauch gebackenen Pangasiusfilets schmecken. Die schmecken wirklich ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen. Einen guten Appetit! Servus, bis zum nächsten Mal!